Hey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Ich habe mich mal mit ein paar Jungs getroffen, dem Didi Luke, dem Carambolage 69, dem SR Paddy. Könnt ihr gerade nicht hören, weil die gerade nicht im Teamspeak sind oder so. Und wir machen heute mal den Pacific Standard drauf, weil es gibt ein paar neue Methoden. Die Methode mit dem Kuruma wurde ja gepatcht. Und von daher haben wir uns gedacht, zeigen wir euch mal die zwei neuen Methoden, die es gibt. Einmal, es gibt eine Methode mit einem Hubschrauber, da könnt ihr mit dem Hubschrauber hinfliegen, und eine, da könnt ihr mit einem SWAT-Transporter hinfahren. Zwei ziemlich coole Methoden. Was ihr beachten müsst, ihr müsst natürlich vorher genug Snacks kaufen, genug Panzerung kaufen, dass ihr alles am Start habt. Ihr müsst den Schwierigkeitsgrad auf schwer stellen, das ist klar. Und Raubüberverkleidung, gespeicherte Outfits, machst gerade live. Weil bei den gespeicherten Outfits, da habt ihr dann diesen Raubüberfall Overall. Genau, das war der Raubüberfallanzug, schweres Gefecht. Wer den nicht habt, wer den nicht gekauft habt, dann kauft den bitte, weil da haltet ihr deutlich mehr aus, er hat deutlich mehr Schüsse aus und glaube ich auch eine Granate. Es ist saupraktisch. Also unbedingt diesen im Klamottenladen diesen Raubüberfallanzug kaufen, schweres Gefecht, was ich halt auch gerade anhab. Ja. Helm ist nicht so wichtig, Hauptsache ihr habt diesen Komplettanzug da an. So, und der Glitch funktioniert übrigens immer noch, dieser Quit-Glitch, also dieser Rausgehen-Glitch, wenn der Host nachher rausgeht unter der Brücke, oder kurz nach der Brücke. Und den werden wir dann auch machen. Erst zeigen wir euch mal eine Methode. Könnt ihr skippen hier die Sequenz, scheiß drauf. Das ist nämlich die Hubschrauber-Methode. Ich lege jetzt erstmal kurz die Anteile fest. Wir machen es jetzt durch den Glitch halt so, dass der Host natürlich 0 kriegt. Das bin ich. Ich bin der Host. Ich host das Ganze. Und ich gehe halt nachher raus. Darum kriege ich natürlich 0%, weil würde ja keinen Sinn machen, wenn ich jetzt hier Geld bekomme, wenn ich eh rausgehe. So. Und jetzt teilt ihr das Geld untereinander so auf, für die, die halt noch drin bleiben. Müsst ihr halt schauen, wie ihr es am besten verteilt. Könnt ihr halt selber euch einteilen, wie es euch am besten passt. Ich weiß nicht, ob man hier 100% machen kann, eventuell. Keine Ahnung. Jedenfalls Host 0%, die anderen so aufteilen, wie ihr Bock habt. So bereit drücken, fortfahren. Los geht's. Wie gesagt, die anderen, einer muss noch, die Luke, du musst noch dieses Raubüberfall-Outfit anziehen, wenn du es hast. Ich hoffe, du hast es. Hast du es? Ist es das? Okay, anyways, wir probieren es so. Ihr habt es gerade nicht am Start. Jedenfalls zieht ihr eure Raubüberfall-Outfits an, diese schweren da. Wichtig, sehr wichtig. Bereit zum Spielen? Ich glaube, das schaffen wir auch so. Wir haben das schon sehr oft gemacht. Wir haben es zwar nicht mit dem vollen Cut geschafft, also nicht die vollen 1,25 Millionen, da waren es immer mit 1,2 Millionen oder so. Aber ja, sollte relativ fluffig gehen. So, Raubüberfall ganz normal machen und wir sehen uns bei der Bank wieder. So, wir sind angekommen bei der Bank und geiles Easter Egg übrigens, die Leute haben keine Magazine, das haben die ja nicht gepatcht, keine Ahnung, das ist seit Anfang an so, dass die Jungs hier keine Magazine, also zumindest in dieser Cutscene hier keine Magazine an den Waffen haben, finde ich ziemlich witzig. So, jetzt natürlich, die Bewacher sind, die bleiben hier im Raum stehen, einfach mit der Panzerfaust gezogen. Das ist der Einschüchterungsbalken, halt oben ist dieser gelbe Einschüchterungsbalken. Also es reicht einfach nur, wenn ihr wirklich die Panzerfaust in der Hand haltet, wie die Luke gerade auf dem Tisch ist, und rumsteht. Ihr braucht nicht rumschießen oder sonst was, für alle, die es noch nicht wissen, ja, die neu zu GTA dazugekommen sind. Nur rumstehen, nichts machen und bloß nicht irgendwie Geiseln anschießen, weil sonst kriegt ihr das SWAT-Team. Und dann wird es richtig heftig, wenn das SWAT-Team noch am Start ist, dann ist ein Durchkommen extrem schwierig. So, Sprengmeister macht jetzt die Tür auf, das Camouflage in dem Fall. Ich hinterher, weil ich muss dann gleich hacken. Ja, und die beiden Jungs, beziehungsweise, ja, einer geht noch hoch von den Bewachern, der Paddy, weil da kommen gleich noch ein paar NPCs raus. Die muss natürlich umbringen, dass sie uns nicht stressen oder so. Und die Luke hält da draußen halt alles im Schach. In Schach, indem er einfach nur auf dem Tisch steht, Panzerfaust draußen. Ich habe jetzt nämlich gerade nicht den Einschüchterungsbalken, den gelben, sonst könntet ihr das jetzt sehen, aber egal. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ihr werdet es ja auch selber sehen. So, wir snacken jetzt mal hier ein paar Leute weg. Alles freigeräumt. Ich werde jetzt hacken. Und dann wird der Sprengmeister als einziger, das ist wichtig, der Sprengmeister muss als einziger das Geld nehmen. Weil das taktisch eigentlich deutlich besser ist, wenn nur einer das Geld hat. So, externes Medium, ihr geht auf Brute Force und eben mal kurz hack. So, Sprengmeister ist jetzt in der Kammer drin, hab's gehackt, hab die Tür aufgemacht und wichtig, er muss jetzt halt spammen. Dass er übelst schnell das Geld einsammelt, richtig schnell rumspammen, wie so ein Geisteskranker, am besten ein Feuerzeug nehmen, da rumspammen. Und dann hat er wirklich, wie gesagt, als einziger das Geld, ist halt besser, weil dann können wir besser supporten. Und dann wären nicht so viele Leute, wenn jetzt mehrere Leute haben, ist es klar, dass die Chance größer, dass sie angeschossen werden, dass man eben Geld verliert. Okay, go, 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 Carambolage hat alles Geld, er hat die vollen 1,25 Millionen in einer kleinen Tasche drin. Es ist sehr krass, wie das gemacht ist, ja. Und jetzt rushen wir im Prinzip einfach nur zum Ausgang von der Bank
und räum da alles frei. Was heißt, der Geldträger muss natürlich drin bleiben, dass er nicht angeschossen wird, dass er kein Geld verliert. Und jetzt passiert Folgendes: Der Paddy, der ist der Paddy, der läuft jetzt, also einer von euch, der halt nicht das Geld hat, der läuft gleich, nachdem hier komplett alles freigeräumt ist, die Gasse lang, wo die Checkpoints gleich auftauchen, hin zu den Motorrädern und sprengt die Motorräder weg und tötet sich selber. Zeige ich euch gleich nochmal, da werde ich euch gleich was einblenden, was der Paddy für mich aufgenommen hat. Geldträger bleibt hier drin, der bleibt in Sicherheit, dass er bloß nicht Geld verliert. Und dank unseren geilen Anzügen haben wir natürlich vollen Schutz und verlieren kaum Leben. Das ist super praktisch. Es ist einfach nur nice. Weißt du, vorher habe ich das echt nicht gecheckt mit den Raubüberfall. Wie heißen die? Raubüberfall Overalls, Raubüberfall Anzüge, wie auch immer. Jedenfalls mit diesen Anzügen hier. Schweres Gefecht. Dass man da eben so saugut geschützt ist. Ey, gerade, Alter, ich kann mich noch dran erinnern am Anfang, wo wir das erste Mal gespielt haben. Junge, wir haben so abgekackt. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Da war der Zimmel noch dabei, da war Enrico Italia dabei. Und wir haben, glaube ich, 2 Stunden versucht, Junge, so abgekackt. Und jetzt funktioniert es so einfach. Übung macht halt den Meister. So, der Paddy, der rennt halt durch die Gasse, wie gesagt. Passt auf, dass er halt da nicht von den Cops erwischt wird. Ballert die Cops weg, so dass er halt da langlaufen kann. Und macht es aber so, dass er über die Wand klettert. Dass er möglichst nicht so, dass er sich möglichst nicht so viel anlegt mit den Cops, dass er eben da schnell durchkommt und nicht so oft getroffen wird, logischerweise. Ja, die Anzüge haben, die müssen springen, sagt er gerade, weil die können halt nicht so schnell laufen. Ist klar, die sind halt ein bisschen langsamer. Seht ihr ja selber, wie langsam ich hier bin mit dem Anzug. So, hier draußen im Prinzip. Also, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, klar, wenn jetzt die Gasse dabei ist, die Gasse lang zu laufen, muss der Geldträger noch mal kurz rauskommen, sonst heißt es nämlich unten, man entfernt sich halt zu weit von seinen Teammates. Und das ist halt nicht so cool. Der Geldträger kann jetzt wieder rein. Sonst verliert er halt Kohle. So, nice. Das ist halt wichtig. Wenn eben der Geld... wenn der da die Gasse lang läuft. Nice, Pinguin. Anfängt dahin zu laufen, muss der Geldträger immer ganz kurz raus, dass das Spiel nicht sagt, okay, du entfernst dich zu weit von deinen Teammates, Gebietsüberschreitung oder sowas. Und kann dann sofort wieder reingehen in die Bank. Also wie jetzt gerade. Er steht jetzt gerade hier in der Bank und ist geschützt. Das ist eine super Sache. So, und Paddy ist schon am Start, der ist jetzt bei den Motorrädern. Wir müssen ja nur jetzt dafür sorgen, dass eben der Geldträger geschützt ist. So. Paddy hat sich umgebracht, davor noch die Motorräder gesprengt. Ihr könnt auch beides machen. Ihr könnt die Motorräder wegsprengen und euch dabei gleichzeitig töten. Dann habt ihr jetzt den Checkpoint. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht nochmal dahin laufen zu den Motorrädern mit dem kompletten Team, sondern spawnt jetzt mit dem kompletten Team bei den Motorrädern direkt. Macht einfach Neustarten mit R2 und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt gespawnt bei den Motorrädern und jetzt ist wichtig, einmal alle auf die Motorräder aufsteigen, dass jetzt halt das Spiel merkt, okay, ihr fahrt los. So, und dann fahren jetzt zum Helipad und ballern dabei ein bisschen rum. Ja, das ist wichtig, weil jetzt ist es halt so, ihr müsst mit dem Rumballern, ihr triggert mit dem Rumballern Helikopter. Wenn ihr seht, auf der Map sind Helikopter am Start, das ist gut. Weil das Ding ist, wenn ihr keine Helikopter seht, wird der Helikopter wahrscheinlich nicht spawnen bei der Polizeistation. Also ihr fahrt jetzt einfach straight zur Polizeistation, weil da auf dem Dach ein Helikopter stehen wird. Wenn da keiner steht, dann fahrt ihr einfach nur so ein bisschen rum hier, so wie wir es machen, ganz gechillt ein bisschen rumfahren. Jedenfalls aufpassen, dass ihr getroffen werdet, getötet werdet. Bis ihr irgendwo seht, dass auf der Karte irgendwo ein Helikopter, ein Bullenhelikopter rumfliegt. Weil das Spawn-System funktioniert halt so, dass wenn ein Helikopter rumfliegt, dass der Polizeihelikopter auf der Station, der da steht, dann eben gespawnt wird, ja. Manche sagen, ihr müsst euch einfach dann umbringen, bis irgendwann einer spawnt. Ah, das ist Quatsch. Einfach zu zweit hier rumfahren, warten, dass genug Bullen am Start sind und dann wird auch oben auf dem Dach einer spawnen. Da oben ist schon einer gespawnt. Siehst du, das klappt super easy. Ich glaube, das klappt dann zu 100%, wenn man das wirklich zu zweit macht. Rumballert, Bullen unlockt und dann müsste der spawnen. Dann müsste der zu 100% spawnen. So, dann hier rüberklettern, dass ihr gleich hier drüben so landet, wenn ihr Glück habt. Dann auf das Dach raufklettern und euch den Heli klauen, der jetzt hier oben auf dem Dach steht, und zu den beiden Jungs dann hinfahren. Am besten so machen, dass wenn ihr den Heli habt, wenn ihr eingestiegen seid, losfliegt, euch müsst ihr den Jungs sagen, müsst ihr absprechen, dass ihr unterwegs seid, dass sie dann da alles freiräumen, ja, also dass der Geldträger schon mal geschützt ist, dass die Straße schon mal frei ist. Das ist super wichtig natürlich, sehr klar, weil da sind jetzt ein Haufen Cops am Start und ja, hier natürlich euch kümmern, wenn ihr Helis in der Nähe habt, die dann abballern, aber hier sieht es gar nicht ganz gut aus, obwohl ich sehe Helis auf der, ne, kannst ja mal wegräumen, Paddy, ja, das wäre echt ziemlich nice, weil, na, nicht so ein Stress. So, der ist down.
Ja, wie gesagt, hinfahren, wenn ihr kein Heli seht, nochmal kurz eine Runde um den Block machen, ein bisschen Bullen anlocken, indem ihr rumballert. Und wenn ihr so Helis hier, wie gerade jetzt hier, so Polizeihelikopter seht, die in der Luft sind oder auf der Minimap seht halt, dann ist die Chance sehr, sehr groß, ich glaube zu 100%, dass auf der Polizeistation eben ein Helikopter spawnt, weil in so das Spawn-System von GTA funktioniert. Wenn ihr halt mit einem Fahrzeug unterwegs seid, spawnt dann halt auch ein Fahrzeug dieser Art irgendwo auf der Map, ist meistens so. So, wie gesagt, fliegt jetzt hin. Wir sind jetzt gleich da. Muss ja kurz wegräumen noch auf der Straße, dass da möglichst alles frei ist. Und ihr könnt circa in einer Stunde damit für jeden 1,25 Millionen GTA-Dollar machen. Wie gesagt, für jeden in der Stunde 1,25 Millionen GTA-Dollar. Und es ist auch noch eine relativ easy Möglichkeit. So, die natürlich hier noch wegräumen, die in der Nähe sind. Kommt ihr raus, kommt ihr raus, kommt ihr raus. Komm, 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 komm. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus. Schnell, schnell, schnell. Und natürlich euch beeilen. Natürlich euch beeilen, weil sonst wird der Helikopter unnötig angeschossen. Und wenn der zu sehr am Qualmen ist, dann habt ihr echt ein Problem. Komm, 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 komm. Hey, wo bist du? Alter, krasse Runde gelaufen. So, abhauen, sofort abhauen, weil wenn der zu stark angeschossen wird, dann habt ihr echt ein verdammtes Problem. Dann schafft ihr es nicht mehr zum Boot. Ist ja klar, weil irgendwann der Helikopter abschmiert. Aber so sieht es noch ganz gut aus. Der Rauch ist noch okay. Also hinten links sollte der mit dem Geld am besten einsteigen. Denn jedenfalls, ach ja, packt den Helikopter einfach so hin, dass der oder dass die Leute schnell und easy einsteigen können. War vielleicht jetzt gerade nicht so optimal, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine, wie es geht am besten. So. Und schaut, ich meine, wir haben nicht viel Geld verloren. Ihr könnt es auch mit einem vollen Cut schaffen, mit vollen 1,25 Millionen. Aber okay, ich denke, das ist auch noch okay. Wir zeigen es euch deswegen, weil, wie gesagt, die Kuruma-Methode gepatcht wurde. Man kann jetzt nicht mal in die Garage, man kann jetzt nicht mal den Kuruma rausholen. Und darum halt jetzt das mit dem Helikopter. Aber ich denke mal, funktioniert auch super easy. Auch wenn ihr halt doch öfter mal ein bisschen Geld verliert. Aber ich glaube, da könnt ihr mit leben. Immer noch besser als auf dem normalen Weg mit den Motorrädern jetzt den ganzen Weg hier hochfahren. Alter. Das wäre ein übelster Abfuck. Ja, oh, Motorrad. Ich meine, Helikopter schon ein bisschen am Qualmen. Das ist ziemlich Bullshit. Aber ich glaube, wir schaffen das noch. Und ich glaube, wir springen jetzt raus, weil wir hatten es gemerkt, wenn wir rausspringen, haben wir nicht so viele Cops, als wenn wir den Helikopter ganz normal landen. Ja, dann haben wir nicht so viele Cops unten am Boot. Ich würde sagen, wir springen jetzt raus. Let's go, 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 go. Nice. So. So, ab zum Boot. Ja, natürlich praktisch, wenn man sich am besten fallen lässt. Ich habe den Fallschirm jetzt ein bisschen zu früh gezogen, aber okay. Ja. So, und wichtig ist natürlich, das natürlich darf nicht passieren, weil ich jetzt tot bin. So ein Bullshit, Alter. So ein abgefuckter Bullshit, Mann. So, wir haben es jetzt nochmal probiert. Wir haben es jetzt zweimal probiert. Ich habe jetzt einen Ambulance-Helikopter gesnackt. Wir haben noch ein bisschen Geld verloren. Egal, ich bin halt vorne gestorben. Da müsst ihr halt aufpassen. So, ihr springt jetzt raus. Und zieht dann irgendwo hier unten Fallschirm, dass ihr halt eben, ja, dass es nicht so lange dauert, bis man am Boot ist. Von den Fehler gemacht, habe zu früh den Fallschirm gezogen und bin dann auch am Baum verreckt. Das war übrigens scheiße. Egal, ihr könnt es halt besser machen als wir hier. Wir zeigen euch nur das Prinzip, wie es funktioniert. So, jetzt ist natürlich wichtig, dass ich, weil ich bin ja der Host, ich darf natürlich nicht fahren, weil der Fahrer muss drin bleiben, ist ja klar. Da fährt er das Boot noch zum Ziel sozusagen. So, darum muss ich jetzt vom Steuer, muss ich irgendeinen anderen ranlassen. Alles klar. So, und jetzt sagt mir der Paddy Bescheid, nämlich unter der Brücke muss ich GTA schließen, also hier die Anwendung schließen. Ich chill jetzt hier bei dem Bildschirm. Auf bei okay, also ich drücke noch nichts. Und kurz nachdem, sag ich mal, an der Kante von der Brücke seid, zu der hinteren Kante von der Brücke, also kurz bevor ihr so durchgefahren seid, sagt Paddy mir, jetzt, okay, und jetzt beende ich die Anwendung. Ich blende es euch eh nochmal ein. So, und also man kann sagen ungefähr, wenn das halbe Boot so unter der Brücke vorgefahren ist, durchgefahren ist, kann man sagen, der Host schließt die Anwendung. Also ich habe jetzt die Anwendung geschlossen. Und jetzt müssen die anderen drei alles bekommen, das ganze Geld bekommen. Und wir können jetzt gleich das Finale sofort wiederholen. Wir müssen nicht nochmal Vorbereitung machen oder sonst was. Gleich das Finale sofort immer und immer wieder wiederholen. Immer wieder mit der Helikoptermethode oder halt mit der anderen Methode. So, und die andere Methode, die zeigen wir euch jetzt gleich. Mal kurz einen Cut. So Leute, Pacific Standard heißt Finale. Neue Methode, nächste Methode meine ich, mit der ihr es probieren könnt. Wer jetzt keinen Bock auf den Helikopter hat, wem das vielleicht zu unsicher ist oder so. Der gepanzerte
Polizeitransporter, gepanzerte Polizeitransporter-Methode. Bevor es jetzt losgeht, nochmal eine kurze Info. Wer PS3-Modder ist, eine Dex hat, eine PS3-Dex mit Temapi und Zeit hat. Wer PS4 hat und PS Plus und Zeit hat, wer ein PC hat und Zeit hat, der kann Extreme-Modding unterstützen, indem er sich bewirbt. Auf bei der E-Mail-Adresse extreme.italia.modding@gmail.com bei einem netten Nebenverdienst. Also ihr könnt euch da nebenbei noch ein bisschen Kohle verdienen, wer Bock hat und Zeit hat, wie gesagt, und die Sachen, die ich gerade erwähnt habe. Ich werde das mal einblenden, was Enrico hier, den Screenshot, den Enrico gemacht hat. Denke mal, hat er nichts dagegen. So, bitte mal aufsteigen bei mir. Was ist los hier, Digga? Bei mir aufsteigen. Komm. So. Jedenfalls, die gepanzerte Polizeitransporter-Methode funktioniert so. Ihr fahrt wieder zu zweit, fahrt einfach durch die Gegend, ballert halt ein bisschen rum und dann müsste entweder hier links auf der Straße, bei der Straßensperre, jetzt steht gerade keiner da, ihr kennt ja diesen großen gepanzerten Polizeitransporter, der müsste dann bei einer Straßensperre rumstehen. Wenn er denn gerade nicht da steht, ja, dann fahrt er einfach ein bisschen um Block, ja, bis dann hier irgendwo einer steht. Ich glaube, beim Einkaufszentrum stand, glaube ich, auch mal einer. Bei irgendeiner Straßensperre. Einfach ein bisschen rumballern. Nicht zu schnell fahren. Und dann müsste eigentlich einer spawnen. Wir suchen jetzt immer ein bisschen rum. Ich mache mal kurz einen Cut. Wir haben gleich drei gefunden. Wir sind jetzt ein bisschen rumgefahren. Wenn es zu lange dauert, bringt euch einfach um und versucht es nochmal, wenn es zu lange dauert. Weil sonst bringt es ja nichts. Ich meine, dann bringt es nichts. Dann ist der, schafft das nicht bis zum Boot. Ist ja auch Bullshit. Jedenfalls, ihr snackt euch einfach einen von den Transportern. Los, einsteigen. Seid drin? So, Leute einladen. Abhauen, am besten so rückwärts reinfahren, wie ich es gerade gemacht habe. Und dann schnell abhauen. Nicht so, wie ich es gerade mache, gegen irgendwelche Pfeile fahren. Abhauen und jetzt muss ich kurz mal einen Wegpunkt setzen. Aufpassen, dass ihr keinen Platten kriegt, weil es ist so dumm. Das Ding hat halt keine kugelsicheren Reifen. Insgesamt ist es saugut gepanzert, aber es hat keine kugelsicheren Reifen. Da müsst ihr halt aufpassen. Und ja, jetzt müsst ihr diese Küstenstraße hier nehmen und fahrt dann einfach gleich zum Boot. Habt ihr zwar die Cops, aber das ist egal, die könnt ihr ja wegsnacken, denn wenn ihr dann unten am Boot seid und sollte kein Problem sein. Ich mach mal eben kurz einen Cut. So, wir sind wieder angekommen beim Boot, wir haben es nochmal neu probiert, weil zu viel Zeit vorher draufgegangen ist, habt ihr selber gesehen. Und jetzt natürlich wieder wichtig, der Host ist, der darf nicht fahren, weil er rausgeht. Ich bin der Host und ich gehe jetzt auf Anwendung schließen. Und Paddy sagt mir, wenn wir kurz unter der Brücke durchgefahren sind, sagt er, dass ich schließen soll. Wann sind wir? Jetzt, okay, okay, okay. Ich blende es euch, wie gesagt, nochmal ein. Hab jetzt Anwendung geschlossen, geht ja erst zu. Also wie gesagt, kurz, wenn euer Boot kurz unter der Brücke durchgefahren ist, wenn die Nase oder wenn das komplette Boot unter der Brücke durchgefahren ist, dann muss der Host die Anwendung schließen. Das war wieder ich in meinem Fall. Und ja, die anderen haben dann die Kohle. Und ihr könnt den Heist sofort wiederholen. Also das Finale komplett wiederholen, ohne die ganzen Vorbereitungsmissionen. Wie gesagt, der Beenden-Glitch klappt immer noch. Bloß halt, Kuruma-Methode wurde halt gepatcht. Ihr könnt jetzt eben nur noch, an Anführungszeichen, mit dem Helikopter dahin fliegen und mit dem Geldtransporter hinfahren. Also nicht Geldtransporter, mit dem gepanzerten Polizeitransporter hinfahren. Die Helikopter-Methode ist jetzt die, sag ich mal, einfachere Methode, die schnellere Methode, aber ist vielleicht ein bisschen unsicher für die Leute, die eben nicht so gut klarkommen mit dem Helikopter und so und die lieber auf Sicherheit machen wollen, denen das egal ist, wenn es ein bisschen länger dauert. Die können ruhig den gepanzerten Polizeitransporter nehmen, diesen Polizei-Riot. Da muss man halt eben mal ein bisschen langsam durch die Blocks so fahren, also durch die Straßen fahren, ein bisschen rumballern, bis der angelockt wird. So eine Straßensperre, sich einsnacken, so rückwärts, wie gesagt, reinfahren, die Jungs einsacken, den Typen mit dem Bargeld und den anderen mit dem Beschützer. Und dann Küstenstraße nehmen, hochfahren, direkt zum Boot hinfahren, einsteigen, den Beenden-Glitch machen, da kurz nach der Brücke. Also für den Host und so, das war's. Das waren im Prinzip die zwei, ich sag mal nicht neuen Methoden, aber jetzt die zwei besten Methoden, wie man es jetzt machen kann, nach der gepatchten Kuruma-Methode. Polizei, Helikopter oder Helikopter und halt Transporter, gepanzerte Transporter. Ich denke mal, war sehr, sehr hilfreich. Und wie gesagt, nochmal zur Info, wer Extreme Modding unterstützen möchte und sich nebenbei noch ein bisschen was verdienen möchte, der kann sich bewerben unter extreme.italia.modding@gmail.com. Ich habe jetzt mal einfach den Screenie genommen von Enrico Italias Video. Wie gesagt, der hat mich da deswegen angesprochen. Von daher denke ich mal, ist er nicht böse, dass ich ihn einfach so genommen habe. Hat mich gefragt, ob ich da helfen kann. Er hat gesagt, ja, kein Thema. So. Danke fürs Zuschauen. Danke natürlich auch an alle, die hier dabei waren. An den, ich blende sie hier nochmal kurz ein, damit die sich nicht benachteiligt fühlen. An den Karambolage69, den SR Paddy und den Didi Luke.
Danke, Leute. Weil ohne euch hätte ich es nicht machen können, logischerweise. So. An euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und wir sind raus. Peace out. Bye bye. Ciao, ciao.